Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir sind in Episode Nummer 90 angekommen und spielen heute im Pokalfinale gegen Manchester City. Jetzt nochmal ganz langsam, es geht los. Die Pokalsiegzeit startet hoffentlich heute und wir starten mit dem Sieg gegen Manchester City, zumindest wenn es ideal laufen sollte. Ja, wir stehen im Finale des FA Cup und wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Im Karrieremodus ist mir besonders wichtig, denn ja, wenn ich das da nicht sage, dann passiert auch einfach nichts. Ja, der Karrieremodus ist zwar von vielen von euch gefeiert, ich lese es immer wieder, aber dann wird er trotzdem nicht geliked und das finde ich schade, denn wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte einfach einen Daumen nach oben da, das ist einfach ja ein Zeichen dafür, dass es euch wirklich gefällt. So, was kann man sagen? Eigentlich nicht viel, wir schauen uns unsere Elf an und schauen nach, wer spielen kann. Natürlich haben wir B11 gespielt im letzten Spiel, das heißt, es sollten alle fit sein und das ist sehr, sehr gut. Ich habe gerade einen Stich in der Hand bekommen, das, Alter, also nur im Daumen eigentlich. Hat sich ganz, ganz behindert angefühlt, aber egal. So, Laporte, wo ist denn mein Sané? Sané ist nicht, ist wieder in normaler Form, perfekt. Ich suche gerade meinen Zehner Nummer 2, aber ich habe keinen Zehner Nummer 2, wo ist denn Draxler? Da, ja. So, und Sippel, der ist nicht ganz fit, aber das sollte reichen. Und links spielt natürlich nicht damit, sondern Aarons. Nein, wo ist er denn? Da, Kurzhaber. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, da nichts ändern noch. Oh, Mendy. Mendy setzen wir mal für Perez, ja. Für Perez auf die Bank. Dann würde ich sagen, das ist unsere Elf, mit der wir den Pokal gewinnen wollen. Drückt mir die Daumen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Auf einen Sieg. Und bis gleich. Ein Pokalfinale ist immer etwas Besonderes, sagt der Trainer MGT vor dem Finale des FA Cups und er hat sich jetzt in den nächsten zwei Wochen gleich zwei vor sich. Zunächst heute, wie gesagt, im FA Cup im Wembley Stadium gegen Manchester City und dann in zwei Wochen gegen Borussia Dortmund im Königsklassenfinale, im Finale der Champions League. Durch den Sieg gegen Hull City war man eingezogen in dieses Finale hier im schönsten Stadion ganz Englands. Zumindest, ja, wenn es nach vielen Fans der englischen Nationalmannschaft und auch nach vielen Engländern an sich geht. Allerdings wollte natürlich auch Manchester City hier dieses Stadion verschönern bzw. veredeln mit einem Sieg. Die Choreografie der Tunes war wunderschön, genauso wie die Startaufstellung bei den Magpies, denn sie konnten aus den Vollen schöpfen. Mit der absoluten Top-Elf waren sie hier angetreten. Allerdings konnte sich auch Manchester City nicht verstecken. Da sehen wir hier Caballero, Richards, Mangala, Kompany und Kolarov. Dann im Mittelfeld Silva, Touré, Fernando, Milner, Fernandinho und in der Sturmspitze Diego Costa. Wieder mal ja, einige Leistungsträger nur auf der Bank, unter anderem halt Joe Hart. Allerdings war das auch auf der anderen Seite natürlich nicht anders, denn es können immer nur 11 Spieler spielen. Begovic, Chambers, Laporte, Sané, Kurzhaber, Sippel, Stindl, Draxler, Cabella und vorne in der Spitze natürlich Ibrahimovic und Ben Yedder waren das bei Newcastle United. Diese beiden Teams wollten ja also für ihre Trainer, für ihre Vereine, für ihre Fans den Pokal gewinnen. Kapitän Yaya Touré auf der einen Seite, Kapitän Zlatan Ibrahimovic auf der anderen Seite und es sollte eine sehr, sehr spannende Partie werden. Es sollte eine Partie werden, die definitiv eines Pokalfinals würdig war. Und wir starten einfach mal, ohne noch länger zu zögern, in die erste Szene der Partie. Und man muss sagen, naja, Manchester City hatte die Favoritenrolle und der wurden sie im ersten Durchgang mehr als gerecht. David Silva mit dem Ball auf Fernandinho nach knapp 10 Minuten. Obwohl sie zu keinen größeren Torchancen kamen, waren sie sehr überlegen. Der Ball quasi nur in der Hälfte der Magpies. Richard mit dem Ball auf Fernandinho. Und dann wurde es erstmals gefährlich, aber Diego Costa kommt nicht mehr zum Abschluss. Begovic hat den Ball sicher. Anders in der nächsten Situation. Costa wieder im 16er. Macht das da gut, legt den Ball ab auf Fernandinho und der zieht erstmals knapp am Tor von Begovic vorbei. Es war die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite gab es dann nach 20 Minuten die erste ansatzweise Chance. Draxler mit einer sehr gefährlichen Flanke direkt auf den Torwart gezogen und Kompany kann das Ganze klären. Der Nachschuss von Sippel dann übers Tor, aber trotzdem näherten sich jetzt auch die Magpies etwas zumindest an. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich die größeren Chancen. Der Manchester City spielte das in der ersten Halbzeit äußerst souverän. Milner mit dem Ball auf Fernando, auf Diego Costa und Begovic mit einer bärenstarken Parade. Gerade ohne Probleme gegen den Spanier diesen Ball pariert. Trotzdem, wie gesagt, es ging immer weiter. Kolarov mit dem Ball in die Mitte getrieben. Klasse gemacht auf Yaya Touré. Und der scheitert ebenfalls. Anasmir Begovic, der Bosnier, sehr, sehr beschäftigt im ersten Durchgang. Allerdings bisher absolut fehlerlos. Und dann ging es erstmal in die Halbzeit. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, erst eine gefährliche Szene von Newcastle United. Das war der Flankenball von Julian Draxler. Sie kam nicht durch die Verteidigung. Und City spielte sehr, sehr stark in der Offensive. Ließ kaum was zu und hatte gefährliche Torschüsse. Chancen.
es blieb aber halt erst beim 0-0. In der zweiten Halbzeit musste vieles besser werden und City versuchte das direkt auch mal mit David Silva, der Ball auf Yaya Touré, 47. Minute, Fernandinho auf Diego Costa, den muss er eigentlich machen, macht er nicht, Bego wird schon geschlagen, aber es bleibt beim 0-0 und dann machte plötzlich Newcastle aus dem Mittagsschläfchen quasi auf, die Flanke von Cabella ist nicht so gefährlich, aber Draxler wird dann noch zur Seite gestoßen, es gibt keinen Elfmeter natürlich in der Situation, sondern Einwurf für Manchester City, allerdings was aus dem wird, ist auch äußerst interessant, denn der Ball kommt auf Richards und der spielt dann auf den Brasilianer Fernando und der verliert den Ball wieder gegen Draxler, der macht das klasse, geht in die Mitte, der Ball auf Ben Yedder, vollkommen frei aus 11 Metern und Caballero mit einem Weltklasse-Reflex gegen den Franzosen, früher so treffsicher und hier kann er diesen Ball nicht im Tor unterbringen, mit dem Außenriss wunderbar gemacht, aber er ist halt nicht drin, weil Caballero das Ganze verhindern kann, trotzdem waren die Magpies jetzt die bessere Mannschaft, das bessere Team auf dem Platz, Ibrahimovic, der sieht Richards nicht, deswegen schickt er Ben Yedder nicht, war vielleicht doof in der Situation, er versuchte es selber, der Schuss und Caballero ist wieder da, hätte er mal den Franzosen geschickt, dann hätte es hier wohl 1-0 gestanden, denn Richards war verletzt vom Feld gegangen, war aber noch aktiv und dementsprechend keine strafbare Abseitssituation von Ben Yedder. Ibrahimovic hatte es wohl einfach nicht gesehen, sagt er auch nach dem Spiel. Nächste Szene, 72. Minute, Remy Cabella, klasse gemacht, setzt sich durch gegen die Defensive, der Schuss gegen den Pfosten, es war die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt für Newcastle United, es blieb aber beim 0-0 und dann kam Bayern Young für Julian Draxler, er sollte für mehr Gefahr sorgen, vor dem Tor von Manchester City. Er schaffte es aber nicht. Denn plötzlich war City wieder da. Kolarov, 90. Minute. Geil, Clichy. Setzt sich durch, der Ball auf Fernando. Fernando nochmal zurück auf Clichy. Die Flanke, die gleich kommt, ist nicht so gefährlich. Aber Laporte kriegt den Ball nicht kontrolliert. Fernandinho ist da, 1-0, 90. Minute. Die Entscheidung im Wembley Stadium. Das war der Fehler, der niemals hätte passieren dürfen. Laporte, der Abwehrchef, mit dem Riesenschnitzer, kriegt den Ball nicht kontrolliert. Fernandinho setzt ihn unter Druck und keiner ist mehr rechtzeitig da. Begovic chancenlos. Und jetzt war es ein Rennen gegen die Zeit. Natürlich noch 5 Minuten Nachspielzeit, aber trotzdem, es war sehr knapp. Ibrahimovic holt zumindest nochmal einen Eckball raus. Eventuell die letzte Chance der Partie. Kolarov hatte den Ball da geklärt. Cabella will das Ganze natürlich schnell machen. Holt sich dann Sané ran, weil niemand in der Mitte so wirklich gut steht. Und weil bisher alle Flankenbälle verhindert wurden von der Defensive von Manchester City. Der Ball kommt auf Sané, der spielt den in die Mitte auf Sippel, der versucht mit der Hacke. Ball kommt trotzdem irgendwie zu Lars Stindl. Der legt aber auf Ibrahimovic. Der Pfosten ist dazwischen. Und es war die letzte Szene der Partie. Unglücklich, ganz unglücklich für Newcastle United. Der Sieg für Manchester City durch ein Tor in der 90. Minute. Fernandinho ist der Held. Und auch die Magpies dürfen sich keine Vorwürfe machen. Sie haben die Chancen nicht genutzt. Sie hatten Pech im Abschluss. Im Endeffekt ist der Sieger des FA Cups Manchester City. Und MGT hat auf keinen Fall eine Chance auf das Triple. Trotzdem darf man sich auf keinen Fall Vorwürfe machen. Man hat klasse gespielt. Nix hat man unversucht gelassen. Aber Manchester City hat im Endeffekt einfach das glücklichere Händchen und ist FA Cup Sieger 2017. Es wird also nichts mit dem Triple. Oh Mann, ey, das ist so ein Pech. So ein, oh Mann. Vor allem so ein blödes Gegentor, ey. Na, in der ersten Halbzeit war City halt total überlegen, ne? In der zweiten Halbzeit waren wir total überlegen und dann ist, oh Mann. Echt bitter. Echt bitter. Das nervt mich jetzt auch tierisch, dass wir das Ding jetzt verloren haben. Gegen was machen kannst du trotzdem. Ja, jetzt müssen wir alles daran setzen, zumindest das Double zu gewinnen, ja. Also, ne? Naja. Gut, in dieser Episode, jetzt wird es noch gegen Crystal Palace gehen. Ey, mich nimmt das gerade echt mit. Mich regt das richtig auf. Das war richtig bitter. Das fand ich jetzt echt nicht schön. Das war echt eine sehr miese Niederlage.
die nicht hätte sein müssen. Vor allem dann der Pfostenschuss in der 90. noch, ne? Ah. Schlimm. Ospina! Das ist so Hammer, ne? In der Premier League, wenn Arsenal spielt, jedes Mal wieder. Williams Baines, Schröder. Spielt gar nicht in der Premier League. So, Tompkins, Ruddy, McGeady, Lindegaard, Byram. Mir egal, wir sind sowieso bald weg. Oh Mann. Das ist echt. Callum Nightingale. Ah ja. Okay, wir haben Pedroso Abschlussbericht. Wir haben gerade verloren. Nee, nicht Jugendstab, Jugendmannschaft. Irgendwas mit Knight. Nightingale. Oh, den nehmen wir lieber mal unter Vertrag dann. Das ist erst 16. Ach, scheiße. Das mag ich nicht. Ich mag es, die 16-jährige Spieler unter Vertrag zu spielen. Unter Vertrag zu stellen. Natürlich. Aber was willst du machen? Ne? So, Gastspiel noch gegen Crystal Palace. Ich würde sagen, obwohl, wann spielen wir in der Champions League? Mal eben nachgucken auf dem Kalender, wann das ist. In einer Woche, okay. Das müssen wir gewinnen. Das müssen wir gewinnen. Es geht kein Weg dran vorbei. Sippel geht mal raus. Dafür kommt Altobelli rein. Geis ist verletzt. Hauptsache, er sagt, er spielt öfter. Ja, Kurzawa bleibt drin, damit Mendy da spielen kann. Dann De Jong geht mal rein für Draxler. So. Oxlade-Chamberlain bekommt seine Chance noch. Romagnoli darf noch mal ran. Janmaat. Ja. Wobei, nee. Unsere tragische Figur ist Laporte. Das ist echt. Das war echt bitter gerade, die Aktion. Aber naja, gut. Wir gehen ins nächste Spiel gegen Crystal Palace. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Es hieß noch einmal Vorspielen für Newcastle United im Selhurst Park. Crystal Palace empfing den englischen Meister, den Premier League-Sieger von 2017. Und naja, für Crystal Palace war es eine ordentliche Saison. 8. Platzierung, von daher absolut in Ordnung. Nichts mehr nach oben möglich, nicht mehr nach unten möglich. Vollkommen in Ordnung. Newcastle auf Platz 1, nicht mehr einholbar, ja, von den Spurs. Und dementsprechend ein Spiel, nicht auf Augenhöhe, allerdings mit freundschaftlichem Charakter. Denn beide Teams wollten sich natürlich hier nicht verletzen. Vor allem für Newcastle sehr wichtig, denn das Champions League-Finale gegen Borussia Dortmund stand ja noch an. Trotz dessen eine sehr, sehr starke Elf auf dem Platz. Trainer MGT verzichtete nicht auf Stammspieler wie Zlatan Ibrahimovic und stellte er auf. Der anderen Seite Price, Murray, Upper, Dan Succi, Ward, Ledley, Sanchez, Bannon, Bolasi, Williams und Artyom Zrutnev in der Startelf. Naja, Chamakh beispielsweise zusammen mit Friars, Panchian und Fraser Campbell auf der Bank. Das heißt, auch da hatte man Potenzial. Die Fans sehr, sehr gut gelaunt, wollten noch einmal einen schönen Fußballnachmittag erleben. Und auch die Fans von Newcastle, die mitgereisten Toons, sahen eine sehr starke Elf. Begovic, Jan Mat, Laporte, Sané, Romagnoli, Altobelli, Stindl, Oxlade, Chamberlain, De Jong, Niang und Ibrahimovic. Laporte spielte trotz seines Fehlers im Pokalfinale. MGT sagte, er müsse weiter an Spielpraxis sammeln, er müsse den Fehler vergessen und mitspielen geht das bekanntlich am besten. Die erste Szene der Partie hatte dann auch Crystal Palace, überraschenderweise, obwohl die Magpies in der Anfangsphase besser waren. Gary Bennett kriegte die Chance, verzieht aber deutlich am Tor vorbei und dann versuchte es mal Newcastle. Allerdings stand Crystal Palace hinten drin sehr, sehr sicher und hatte auch die Lufthoheit trotz der Anwesenheit von Slater. Dann Ibrahimovic im Magpiesensturm, war das kein Problem für die Defensive. Es wurde dann erstmals nach 30 Minuten gefährlich über den Ball in Niang, der den Ball bekommt. Und wenn es über Flanken geht, geht es über Tempo. Setzt sich klasse durch gegen Succi, hat dann aber keine Chance mehr, der Schuss abgefälscht. Und es gibt immerhin den ersten Eckball der Partie. Und auch aus sowas können die Magpies natürlich Kapital schlagen, denn sie haben große kopfballstarke Spieler. Stindl bringt die Ecke rein. Hinten ist Niang, der Ball kommt nochmal zu Romagnoli, der ja sporadische Linksverteidiger. Und Sané schießt dann am Tor vorbei. Es blieb beim 0:0. Aber die Magpies waren jetzt langsam wach geworden und Ibrahimovic war noch bis zu diesem Zeitpunkt nicht angekommen im Selhurst Park. Der Pfostenschuss sagt was anderes aus. Allerdings hatte er ja auch schon im Finale des Premier League Cups bzw. des FA Cups den Pfosten getroffen. Da war das Spiel danach allerdings vorbei. Und hier nicht. Und das wusste Crystal Palace wohl nicht, denn sie verteidigten fahrlässig. Der Ball von Janmaat auf Niang. Klasse Ballmitnahme. Super Abschluss. 1:0, 39. Minute. Der Franzose mit seinem 7. Saisontreffer. Klasse Volley in die lange Ecke. Holt sofort den Ball. Will direkt weitermachen. Die müssen natürlich auch dieses Pokalfinale verarbeiten. Vollkommen verständlich. Price ohne Chance. Sehr schlecht verteidigt von Crystal Palace. Und es steht 1:0 für Newcastle United. Und sie machten direkt weiter. Allerdings versuchte zunächst einmal Crystal Palace hier irgendwie auszugleichen. Da ist wieder mal Bannon sehr auffällig. Der auffälligste auf dem Platz bei
Crystal Palace, kriegt den Ball nochmal zurück und versucht es dann wunderbar mit dem Hackenpass. Klappt nicht, Flanke auf Bolasie, vollkommen frei und der macht den tatsächlich nicht rein. Es blieb beim 0:1 und solche Szenen werden bestraft, vor allem gegen den Meister der Premier League. Wir sehen die nächste Szene nach dem Abschluss von Begovic. Naja, da kommt Stindl, macht das klasse im Mittelfeld, setzt sich durch. Ibrahimovic, wie gesagt, noch unauffällig. Allerdings war seine Majestät dann angekommen im Selhurst Park. 2:0, 45. Minute. Was für ein Kracher, das 23. Saisontor von Zlatan Ibrahimovic. Und was für eins. Er zeigt nochmal, warum er der Torschützenkönig der Premier League sein muss. Und das macht er hier auf eindrucksvolle Weise. Price wieder ohne Abwehrchance, wieder in die gleiche Ecke, wieder halb hoch und wieder absolut unhaltbar. Ein absolutes Traumtor der Schwede mit seinem, wie gesagt, 23. Saisontreffer. Klasse gemacht. Eine unfassbare Quote, die der Schwede auch in der Premier League jetzt vorweisen kann. In der zweiten Halbzeit ging es dann zunächst weiter mit Offensivaktionen von Ibrahimovic, wie gesagt, angekommen im Selhurst Park. Und so ein Ding lässt er sich normalerweise nicht nehmen. Allerdings, naja, hier wohl ein bisschen im Urlaubsmodus, beziehungsweise mit den Gedanken eventuell schon beim Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund. Und auch in der Folgezeit versuchten es die Magpies weiterhin mit Offensivaktionen, spielten sehr, sehr weit nach vorne. Allerdings, vor allem Ibrahimovic schoss oft das Tor vorbei. Es war ihm wohl vergönnt, sein 24. Saisontor zu machen. Es ging weiter mit der größten Chance der Partie für Crystal Palace, beziehungsweise im zweiten Durchgang. Sanchez auf Çarmak, der kann sich gegen Laporte durchsetzen und gegen Begovic hat er ein bisschen Pech. Der Bosnier wieder mit einer klasse Parade in der Situation, sehr, sehr aufmerksam. Hatte nicht abgeschaltet, trotz der vorangeschrittenen Spielzeit. Thorvarda nochmal eingewechselt auf den ebenfalls eingewechselten Campbell. Schön gespielt, der ist wieder in der Mitte frei, der Ibrahimovic. Allerdings spielt der Ball auf Stindl und der zieht ebenfalls am Tor vorbei. Es war im Endeffekt nicht mehr so wichtig, aber Ibrahimovic wollte sein 24. Saisontor. Bekam er es? Nein, er bekam es nicht. Es blieb ihm vergönnt, sowohl in dieser Situation als auch in der nächsten. Wieder wunderbar gemacht, setzt sich gegen die Verteidigung durch. Der Abschluss und Price ist da. Es blieb beim 2:0 im Selhurst Park. Nicht so wichtig, denn trotzdem ist Newcastle United nochmal mit einem Sieg im letzten Saisonspiel davongekommen und ist verdient, vollkommen verdient, Premier League Sieger 2017. Das erste Mal seit 1927 sind die Magpies wieder Meister und diese Mannschaft hat sie das mehr als verdient. Trainer MGT, die Tunes, der Vorstand, die Spieler, alle vollkommen fröhlich. Und jetzt kann das Ganze nur noch mit einem veredelt werden. Und zwar natürlich mit dem Champions League Sieg. Crystal Palace mit einer, wie gesagt, soliden Saison. Auch hier mit einer soliden Vorstellung. Im Endeffekt reicht es nicht mehr zu irgendwelchen großen Sprüngen. Allerdings trotzdem natürlich kann man auch bei Crystal Palace durchaus zufrieden sein. So, das war ja zumindest mal ein ansatzweises Warmschießen nochmal für das Spiel, das wir jetzt noch vor uns haben gegen, ja, Borussia Dortmund im Champions League Finale. Ich hoffe, euch hat's gefallen, diese Episode. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir müssen noch Shuttleworth Monane verpflichten, außer er ist jetzt wirklich kein guter Spieler. Goldener Schuh habe ich gerade schon gesehen, geht an Zlatan Ibrahimovic. Ich gehe immer wieder falsch hier drauf und sogar nochmal. Nee, doch nicht. Wo ist er denn? Shuttleworth Murnane. Den lasse ich ich habe ihn freigegeben. Egal, den lasse ich bestimmt nicht ziehen. Sporadischer Spieler. Und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet heute des Turniers. Können wir uns nochmal angucken. So, Jugendspieler will weg. Der nächste, jawohl. Hammer. So, Newcastle, zack. Und Leistungsträger der Woche. Ibrahimovic gewinnt goldenen Schuh. Leistungsträger Newcastle, immerhin Ibrahimovic und Niang. Chamberlain hängt am seidenen Faden wegen Wechsel. Torhüter des Turniers ist natürlich Begovic. Spieler des Turniers, beziehungsweise
na, Spieler des Turniers ist Begovic. Ibrahimovic gewinnt den goldenen Schuh. Und ja, dann würde ich sagen, ist das schon mal sehr, sehr schön. Ne? Wir simulieren noch mal ein bisschen weiter nach vorne, weil ich gerne wissen würde, ob unsere Jugendspieler sagen, yo, wir sind da. Ja, okay, sie haben es akzeptiert. Dann sind wir direkt schon auf dem Champions League-Final. Das ist natürlich sehr interessant. Die Formation werde ich erst nächste Episode machen. Keine Sorge, aber nachgucken muss erlaubt sein. Jugendspieler will weg. Wer war das? Immer noch Shuttleworth, Munana. Ja, ja, okay. Nightingale und Munana beide akzeptiert. Wir haben noch Aktuelles aus Frankreich. Und zwar Angelo Silva, Alessandrini, Mollo, Guy, ja, Kondogbia, ja. Nichts Wichtiges auf jeden Fall. So, schauen wir mal nach. Vielleicht haben wir ja einen 5-Star-Skiller mit dabei, kann ja gut sein. Es ist ein ZOM mit 72, 16 Jahre alt und 5-Star-Skilled, jawohl! Und dann spiele ich nicht mehr mit dem. Naja, ich kann ja irgendwann nochmal zurückkommen und der hat 3-Sterne-Skilled. Sieht so aus wie Altobelli eigentlich. Aber der ist geil, Alter. 16 Jahre alt, 4-Star-Weakfoot, 5-Star-Skilled. Aber nur 57 Antritt und 55 Sprintgeschwindigkeit. Deswegen bin ich doch ganz froh, dass ich nicht mit ihm spielen muss, weil das ist irgendwie immer so, die Jugendspieler sind scheiße langsam. Aber gut, wir schauen mal eben in unsere Jugendspieler noch rein, was wir da noch so verpflichten können. Wir machen das natürlich jetzt vor Ende der Saison. Er hat, okay, bei ihm warte ich noch, bis die 17 werden. Genau, ich warte bei allen noch, bis sie 17 werden. Oh ja, ist, glaube ich, klüger. Ja, alles klar. So, dann würde ich sagen, war es das von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.